failed me for the last time. Ich begrüße euch total und recht herzlich hier im Shop und möchte über Star Wars sprechen und muss direkt eine Kampfansage machen an diese Truppe Projekt Star Wars Forum. Nun, unterste Schiene, unterster Sprachgebrauch, unterstes Klientel, sage ich mal so, die einen angreifen, Fehler passieren, das ist eben so. Der eine greift dieses T-Shirt an, ja. Ich wiederhole mich jetzt nicht, ich habe euch wie gesagt gelöscht, aber ich muss trotzdem diese Kampfansage machen. Also meine Kunden, wie gesagt, realen Kunden, die mögen das und für diese realen Kunden mache ich an sich diese Videoclips. Aber die realen Kunden gehören alle zur Generation 1. Generation 1, das bedeutet 42 Jahre Star Wars. Das bedeutet 52 Jahre Star Trek. Ob man die Generation 1 als Fan bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ich meine, in der heutigen Zeit, besonders in der elektronischen Zeit, wird ja alles so ein bisschen pauschalisiert und anonym. In der Anonymität kann man so richtig einen reinhauen, weghauen, umhauen. Nun, schön ist es nicht, aber noch einmal, mich stört es persönlich nicht. Bin nur irritiert, dass Leute in diesem Projekt Star Wars Forum den Lauten machen und selber, aber wirklich selber, urheberrechtliche Verstöße anprangern, aber selber machen. Ja, schaut euch eure Videos an, die ihr da auf den Weg gebracht habt, habt ihr auch von überall hergeholt. Hier wird wirklich produziert. Ja? Der eine guckt nach, er muss unbedingt da drin stehen. Nein, müssen wir nicht, weil wir eine Firma sind, eine richtige Firma. Ja? Und eine richtige Firma hat was mit dem Realen zu tun, wie IHK, GLZ, ach wie die alle heißen, ja? Vor allen Dingen Steuern und so. Also eine richtig waschechte Firma, die Dienstleistungen anbietet und Videoclips macht, hier auch Spaß. Und da sind wir am Kern der Sache. Projekt Star Wars 2019, meine eine Aria Movie Film- und Fotoproduktion, macht es halt auch Spaß, weil er halt 42 Jahre mit Star Wars involviert. Ich kenne die Wahrheit und nicht als die Wahrheit, warum George Lucas das überhaupt auf den Weg gebracht hat. Ja, er wollte Figuren verkaufen, Spielwaren anheizen und so weiter, hat ja auch geklappt. Es hat geklappt. Ich wiederhole mich auch nicht, 1971 hat er sich das ausgedacht, 1977, 78, 79 etc. Bis heute, 2019, ist nun mal Star Wars zu sehen, zu erleben. Ich muss mal ein bisschen ernst werden, weil wir Generation 1, leider über 60, uns hin nun wieder fragen, wir fragen uns, was soll der ganze Quatsch? So eine Figur, wie gesagt, kann man günstig haben, und irgendwann ist sie super teuer. Diese guten Stücke kann man auch mittlerweile günstig haben. Wir haben diese, habe ich schon mal gesagt, im Kundenauftrag mal reingenommen, um anzubieten. So, dass plötzlich da das unterste Gewürm nach vorne kommt und den Lauten macht, das ist natürlich ein riesen Fragezeichen. Noch einmal, Fehler können passieren, man kann darüber reden. Das ist ja auch, wie gesagt, beim Held der Steine so gewesen mit seinem Lego. Ich habe mir sein Geschäft angesehen, der hat von Montags bis Donnerstags zu, Freitag bis Samstag hat er kurz auf, macht überwiegend im Netz seine Videoclips und verdient damit richtig gutes Geld. Jeder glaubte oder jeder nimmt an, dass er 100% von Lego gewesen ist. Er hat aber eine Abmahnung bekommen, dass er das sein lassen soll. Es ging da um die Held der Steine, jetzt hat er da sein anderes Emblem drin. So ein anderes Firmenlogo. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Wir sind eingetragen, wir haben eine richtige Firma. Alles ist okay. Wir arbeiten täglich. Ja, wenn wir Pech haben, 7 Tage die Woche, kommt drauf an. Und noch einmal, ich kann ja nichts dafür, dass ich das nicht zeigen darf.
was wir machen, weil das Kundeneigentum ist. Kundeneigentum ist nun mal ein Auftrag, der durchgeführt wird, wie das jetzt hier. Wir werden den Kunden nicht zeigen, wir werden auch den Kunden nicht vor die Kamera bringen oder so, sondern wir bieten halt das an, weil der Kunde gerne dieses anbietet. Deswegen habe ich gesagt, komm, mache ich aus Spaß mal so ein Videoclip, mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. So, das jetzt unbekannt. Die Idee entstand, Projekt 2019, Projekt Star Wars 2019. Und das, wie gesagt, jemand so ein Schild gab, so ein Transparenzschild. Das wurde da oben eingeblendet. Dann wurden Behauptungen hochgefahren und was weiß ich nicht alles. Ja, jedenfalls unterste Schiene. Ist halt heute so, viele Stars und Sternchen haben ja auch keine Lust mehr, sozial unterwegs zu sein, weil das ja nur so abläuft. So, Shitstorm, ach, was es alles so gibt, ist halt so, ist nicht so schlimm. Also noch einmal, mir ist es egal, ist okay. Ich finde es nur merkwürdig, dass man sich anmeldet, ohne Follows, ohne Beiträge, nur um darunter ein Pamphlet zu setzen, rumzutrollen, also ist schon grenzwertig. Ja, und die anderen da, die da Diebstahl und all so, wisst ihr, was Diebstahl ist? Diebstahl ist das hier. Zack, wegnehmen und abhauen. Ja, nicht bezahlen, die Ware prellen, das ist Diebstahl. Aber, wenn man dieses gute Stück hier, ja, du stellst das online da, ja, man sieht es und man... Bei Facebook darf man ja, ne? Facebook sagt, kannst du liken und linken und was weiß ich nicht alles, also linken wir das und schwuppdiwupp ist es da auch, aber ist da, ist nicht weg, seht ihr, ist immer noch da. So, Urheberrecht und was weiß ich nicht alles hat ja auch damit was zu tun, wenn man sowas nachbaut, ja, sowas nachbaut und das dann anbietet, ja. Wie gesagt, die Ware reingenommen, recherchieren und festgestellt, dass die jetzt dieses Jahr im Jahr 2019 wieder Werbung machen. Festgestellt, man macht so einen Videoclip und dann kommt, ein Algorithmus. Richtig, plötzlich hat man den andauernd bei sich da in seiner Ecken. Ja, haben wir vorhin auch noch aus Spaß gemacht, schwuppdiwupp. Amazon sofort den Algorithmus und schon wird mir etwas angeboten, was ich persönlich gar nicht gesucht habe, sondern meine Kunden. So, meine Kunden sitzen da an ihrem Computer und suchen etwas und plötzlich kriege ich den Algorithmus und plötzlich sehe ich, was die da gesucht haben. Ja? So, Punktus Star Wars. Das ist ein Produkt, eine Ware, ein Spielzeug. Das ist ein Spielzeug. Ja? Und andere machen da jetzt einen Kult raus, oder es war Kult, es war mal Kult, ja. Aber jetzt ist es kein Kult mehr, weil das ist jetzt wirklich Ware, ja. Nicht nur Lego verramscht regelrecht Star Wars. Lego ist fast schon Star Wars, ja. Und noch einmal, um so etwas hier vor die Kamera zu setzen, muss ich erstmal kaufen. Muss ich kaufen. Und so wie ich sehe, wird sowas nicht gekauft. Ist so. Nicht wegen Amazon oder so. Nein, weil die Nachfrage nicht da ist. Jeder schaut sich diese Figuren an und sagt, ey, super. Ja, was nimmst du denn dafür? Ja, ich nehme fast weniger wie Amazon, aber trotzdem, egal. Ist halt so. Manchmal explodieren die Preise, das habe ich ja schon in anderen Videoclips eingebunden. Also ihr seht es, weil ihr Lust habt, es zu sehen und um irgendwelche Dummheiten darunter zu schreiben, um die Person anzugreifen. Also ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn das die neue Popkultur ist, ihr rennt da hinterher, schmeißt reichen Menschen so richtig Geld in den Nacken. Die sind schon reich ohne Ende und machen nur noch Blödsinn. Ja, wirklich. DSDS kann man, okay, ja, wie gesagt, mag sein, am Alter liegen, weil über 60 sich sowas antun, nee. Das neue Fernsehen ist nun mal Netflix, demnächst Disney Plus, ja, Skype und wie die alle heißen. Ihr wisst, die Stream-Anbieter, besonders Netflix, ja, ist das neue Fernsehen. Vor allen Dingen YouTube ist das neue Fernsehen. Gehört zu Google. Google holt aus überall was raus. Hier, ich mache jetzt diesen Videoclip, beziehungsweise ich habe diesen Videoclip gemacht und plötzlich sehe ich irgendwo dieses Bild. Ein eingefrorenes Bild und ich weiß gar nicht, ja, ich werde angegriffen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ja, also ist keine Ahnung. Meistens sind die Bilder ja ein bisschen merkwürdig, aber ist halt so.
Wie gesagt, das sind Produkte von der Firma, ja, kann man sagen, an sich Lucas. Ja, also Hasbro, wie die alle heißen, Polymark, keine Ahnung. Ja, irgendeiner produziert die in Lizenz, bietet die uns an, wir kaufen die, weil wir Händler sind, wir möchten gerne dieses anbieten, habt ihr Interesse, dieses zu kaufen? Und plötzlich hat sich ja nun mal alles geändert. Wir leben online, wir sind online, wir bekämpfen uns, wir bekriegen uns. Statt miteinander irgendwie einen Dialog zu führen, kommen da Pamphlete und so weiter und so fort. Lieber Kunde, ich versuche, wie gesagt, diese Enterprise, wunderbaren Sachen, auch Voyager, Deep Space Nine, ja, unsere Next Generation anzubieten. Ja. Und wie gesagt, auch Spaß, auch hier die wer ist denn das hier? Das ist die NCC 2893. Noch einmal, das sind spontan. Ich habe gerade Feierabend gemacht, habe die Kamera noch online. Da habe ich gesagt, komm, springe hier irgendwie in so ein T-Shirt, ja, und präsentiere, rede, mach deinen Spaß. So, ich persönlich mache an sich gar nichts anderes wie die anderen Herrschaften auch. Aber ihr schaut ja nur die da in einer, die euch etwas vorgaukeln. Das sind Firmen, die junge Leute da anvisieren, und wenn man die Statuten von YouTube eingenommen bekommen und dann Geld, dann strahlt man. Ja, da hat einer, oh, man sieht's richtig, du willst uns was, und was, nicht ich, sondern jemand anders. Und ja, und ein Superreicher, ist auch logisch, ein Superreicher, der hat 2,8 Millionen Zuschauer. Meine lieben Freunde, wenn ihr einen Unbekannten, so wie meiner einer, einen Unbekannten, sagen wir mal, followt, also das heißt also, so, ey, den Bild möchte ich sehen, etc., aus welchem Grund auch immer. Und das wäre toll. Ja, ihr seht euch den Herrn Lesch an, was der alles da erzählt vom Warp-Antrieb. Wir haben keinen Warp-Antrieb, aber egal. Ja, oder auf dem Mond leben, auch so eine Sache, ja, oder so Horrormärchen des schwarzen Mondes, ja, oder des durchsichtigen Mondes, und der Mond ist eine Alien-Station. Also, ich meine, ich lese viel, ich lese sehr viel, ich schaue mir auch sehr viel an, weil mir das unheimlich viel Spaß macht, und muss aber staunen, dass man, ich bin eine fremde Person, die wird aber so richtig niedergemacht, so richtig fertig gemacht. Ich meine, macht es ruhig, ist okay. Ist okay, aber ich möchte einmal darüber reden. Ich möchte wenigstens einmal darüber sprechen, warum man das überhaupt macht. Warum man nicht etwas honorieren kann, dass das gesendet wurde oder dass man darüber gesprochen hat, dass man diese Figuren gezeigt hat, dass man versucht, einem Kunden seine Sammlung, jemand anderen, der auch sammelt, kostengünstig zukommen zu lassen. Und noch einmal, ich bin hochgradig hier in der Industrie 4.0. Ach du meine Güte. Ein Volksbegehren in Bayern geht gerade los. Rettet die Bienen. Beginnt soeben in Bayern. Ja, also, das war gerade die Nachricht. Hier ist Industrie 4.0. Wir sind total vernetzt. Und an sich, ja, frag mich auch gerade, welche Videos sollte ich machen, um damit Geld zu verdienen? Also mit Star Wars und mit Star Trek wird es wohl nicht klappen. Und mit dem Wort Project oder Projekt Star Wars kriegt man ja plötzlich ziemlich viele Zuschauer, weil es ein Projekt oder Project, ich weiß nicht, wie ihr euch da nennt, als Forum. Jemand macht hier um die Ecke ein Forum auf und spricht, oder ihr sprecht da, keine Ahnung, also an sich ist es alles Quatsch. Wenn ich mal ehrlich sein darf, für mich ist mittlerweile Star Wars, hat jetzt wie gesagt nichts mit dem Alter zu tun, aber ich habe mich mit der Generation 1 und 2 zusammengesetzt und wir haben uns unterhalten, Star Wars, ja, zum Beispiel in dem letzten Star Wars Film kam R2-D2 oder 3DRYPO vor allen Dingen, 3DRYPO kam und sagte, oh, ich habe einen roten Arm. So, und Han Solo sagt, komm, schieb ab. Ja, und Han Solo sagt ja auch Ball zu BB-8 zum Beispiel. Ey, Ball, geh mir aus dem Weg. Und all solche Sachen, also ich weiß nicht, wenn man das zu sehr, also wenn man es als Unterhaltung sieht, ist okay. Ja,
Aber wenn man das, also wenn man tiefer geht, weil man ja, ja, weil man halt einen Videoclip gemacht hat und dann plötzlich nur angefeindet wird, ja. Die Feinde dort fühlen sich besser, sie sind der Meinung. Wenn man sagt, fett, komm, wird man kritisiert, das heißt nicht so, doch, heißt fett, komm. F-E-D und dann komm, fett, komm. Oder Magic, komm, gibt es mittlerweile auch. Dann gibt es die gesamten Coms, Comic-Con, wie die alle heißen. Ja, die für mich zählt an sich nur die Convention von Disney, / Lucasfilm und die sogenannte Sendung. Ja, ich mache jetzt an sich nichts anderes wie in der Sendung auch, wie alle anderen auch. Ja? Nur ihr gebt halt denen, die schon viel haben, noch mehr. Und die, die nichts haben, sage ich jetzt mal, die haut er in die Falle. Ist eine merkwürdige Geschichte. Man sollte an sich Behinderten helfen, man sollte Armen helfen, aber das ist ja nicht angesagt. Ja? So, Star Wars 8 ist nun mal. Wenn man dann höflich fragt, was ist denn eigentlich aus den Hassern geworden, dann kriegt man, oh Mann, da geht es ja richtig ab. Ne? Ich überlege mir gerade, ob ich nicht vielleicht den Dieter Nuhr mal anrufe und darüber mal so eine Satire-Sache mache. Noch einmal, Film machen kostet Geld. So, es gibt hier Filme, also wir sind auf der einen Seite Filmemacher ohne Geld, das heißt also, wir nehmen kein Geld dafür. Ganz ruhig, ganz ruhig. Also wir, wenn wir Lust haben, also wenn wir Lust haben, so wie jetzt hier, einen Videofilm zu machen, einen Videoclip zu machen, kriegen wir kein Geld dafür. So, na, ich habe das jetzt gemacht und also ich mache den jetzt, mache den auch fertig, ich schneide den etc. und hoffe, dass der richtig konvertiert. Manchmal achtet man nicht darauf, man geht also nicht, weil wir wollen ja damit kein Geld verdienen, deswegen übersieht man es. Habt recht, auch ich habe die hin und wieder mal überprüft, dann war plötzlich zum Schluss irgendwas passiert, keine Ahnung. Da waren plötzlich 3 Stimmen, 4 Stimmen oder so, dann hat er nicht richtig konvertiert. Also der Rechner hat irgendwie, ne? Und dadurch ist das gekommen. Da muss man die Leute aber nicht anfeinden, muss nicht, ne? Ich verdiene ja kein Geld damit, das ist ein Spaß. So, ihr dürftet mich natürlich anfeinden, wenn ich damit Geld verdienen würde. Ja, also wenn ich jetzt also Videoclips machen würde und richtig Geld dafür bekommen, also hier, dann ist richtig, da sollte ich mich dann auch bitte schön daran halten, dass das alles funktioniert. Noch einmal, 1979, ja, wie alles so langsam angefangen hat mit der Elektronik, ja, die ersten Computer da, die ersten, ihr wisst, wie die ausgehen, auch die Schachcomputer und alles. Und wieder 89 das World Wide Web so langsam erfunden, so langsam auf den Weg gebracht aus dem Bereich des BTX mit den Akustikkopplern und C64, C49, Atari. Dann später Sony, Nintendo, die sich dann bekriegt haben. Also Nintendo hat dem Sony eine Sache da, die sollten halt ein Laufwerk und dann haben die sich irgendwie gestritten und plötzlich war die PS1 geboren. Na? PlayStation 1 und ging weg wie warme Semmel. Dann gab es Sega noch, diese Maschine, diese schwarze Maschine Sega. Ja? Ging auch weg wie warme Semmel und dann stieg Nintendo ein bisschen nach unten. Nintendo spricht kaum einer, also hier sprechen alle nur noch von der PS4, demnächst PS5, in allen Richtungen, auch mit VR-Brille und das alles. So, es gibt viel Star Wars, es gibt Star Wars von Samsung, ja, mit diesem Schwert und das alles. Es gibt so viele Produkte, die kann man nicht alle aufzählen. Wie gesagt, wenn ich eine Fernsehsendung machen würde oder eine Videogeschichte, dann würde ich mich auch anstrengen, die dann also richtig zu machen. Also jetzt zum Beispiel nach Feierabend, nach über 10 Stunden Arbeit, ich bin jetzt hier, sehe ich gerade 16 Stunden hier, aber egal, ich nehme mir die Zeit und ich zeige ja auch, dass das echt ist. Hier kommen echte Kunden, hier kommen reale Kunden und reale Kunden kaufen auch solche Figuren oder geben solche Figuren in Kommission und hoffen, dass die jetzt Star Trek gekauft werden. So, es gibt natürlich auch ein Spiel, was angeboten wird. Ja, ich meine, ich sondiere, ich habe den Markt absolut sondiert, habe jetzt komischerweise mir das anhören müssen. Ich muss ja also die Beleidigung, also an alle, die mich beleidigen online, ich weiß nicht warum, überprüft euch mal selbst, bevor ihr da irgendwie was in den Raum reinhaut. Und nachher stelle ich fest, bei richtiger Recherche,
Die Videoclips kommen also auch noch. Es wird richtig recherchiert. Sobald einer anfängt hier den Lauten zu machen, schauen wir uns den an. Ja? Wir haben da einige gefunden, die den absoluten Lauten gemacht haben. Die haben ja wirklich unterste Schiene da geschrieben und angegriffen. Also wird natürlich jetzt alles gesperrt. Ihr könnt euch das anschauen, dann war es das. Und mal schauen, also, ob da noch Leute Interesse haben zu folgen. Keine Ahnung, ich müsste ja mindestens noch 1700 Follows animieren. Habt ihr Lust? Ne, und so. Meiner einer ist nicht so interessant. Ja, ich bin nicht so interessant, wie in einem Knast zu sitzen, Live-Schaltung zu machen. Ich meine, ich gönne es dem Patrick, dass er da Geld bekommt, dass er seine Live-Sendung macht, dass er da in seinem Gefängnis sitzt und zeigt, wie Bali aussieht, dass er sogar Leute hat, die im Knast, ja, der eine zieht sich einen Joint rein bei laufender Kamera und all solche Sachen. Ja, das wollt ihr ja sehen, das mögt ihr ja. Und deswegen hat er auch bald, ja, jetzt hat er sogar T-Shirts im Angebot, ja, T-Shirts aus dem Knast und demnächst, wie gesagt, noch andere Sachen. Zum Beispiel, ich meine, ich finde das alles super toll und jeder soll es machen, ich gönne auch ComWeb mittlerweile die Werbung und damit kann man, wie gesagt, Geld machen. Ich schaffe es leider nicht, weil ich mich darum nicht gekümmert habe. Ich wollte hiermit kein Geld verdienen, ja, und ob ich das jemals machen werde, damit Geld verdienen zu wollen, das weiß ich halt noch nicht. Im Moment habe ich da auch kein Interesse. Und ich habe mich auch nicht so vorbereitet, ich mache das aus dem Kopf raus, ich habe kein Skript, ja, ich habe auch kein, wo ich was ablese oder so, sondern ich spreche frei, so wie ich ausgebildet und weitergebildet wurde in den ganzen Jahren. Vielleicht liegt es ja vielleicht auch an dem Alter, über 60 sollte man wirklich abdanken, ne, ist klar, lieber komm, geh in den Kleiderschrank, ja, oder leg dich zu den Toten oder geh ins Altenheim. Ja, ist ja so. Mittlerweile ist es so, aber das Schöne an der Geschichte ist, ihr werdet auch eines Tages so alt und mal schauen, was dann los ist, ja, was die Generation 5, 6, 7 dann mit euch macht, ja. So, wir hatten noch Generation 0, ja, ab 1900 etc. Die haben schwere Kriege hinter sich gehabt, zweimal sogar. Und unser Eins hat 75 Jahre Frieden und hat hier Star Wars, Krieg der Sterne, 42 Jahre, also schon, ja, Fiktion ohne Ende, eine 3DRPO mit roten Armen. Ne? So, ich soll dann wissen, wenn ich im Kino sitze, mir einen Hollywood-Schinken anschaue, einen Blockbuster, warum der einen roten Arm hat. Ja. Soll einen Comic lesen. Mein lieben Freunde, ist eine gute Sache ist das, mit Star Wars zu vermarkten. Ja? Was man da alles kaufen muss, man hört ja gar nicht mehr auf. So, das ist hier halt auch passiert, ja. Mit Star Trek. Es ist mit Star Trek leider auch passiert. Gekauft, hörte gar nicht mehr auf. Dann habe ich recherchiert, dann hieß es, stopp, sei vorsichtig, weil wenn du da bestellst, hast du ein Abo. Und wie lange das Abo läuft, weiß ich nicht. Bei D. Augustini kann man ja jederzeit beenden. Ja? Da warte ich halt auch noch drauf, dass ich den Falken irgendwann mal bauen kann. Also noch einmal, der eine erzählt mir so etwas negativ, der andere so. Also wenn ihr etwas nicht mögt, bin ich hochgradig erstaunt, dass ihr euch das so anschaut. Ja, okay, 2 bis 3 Minuten schaut ihr ja nur. Das haben wir ja alles schon durchgecheckt. Ja. Also noch einmal, wir sind eine waschechte Firma und die ist waschecht am Markt und die ist öffentlich. Und wir müssen es nicht. Wir müssen uns nicht irgendwo bei einer Produktion einschleichen. Das heißt, ob wir jetzt hier die Kollegen haben, für die wir da irgendwas machen. Ich schaue mal eben, ob ich was finde. Dort hatte ich ja schon mal in einem anderen Videoclip gezeigt. Hier die beiden, das sind Komparsen, die bei Karstadt arbeiten. Die haben sich tierisch gefreut, dass sie bei dem letzten Bullen dabei sein durften. Dann ihn hier, da war so eine Kleingärtner, keine Ahnung, was die da gedreht haben. Das hat er mir noch nicht gesagt, aber war so. Dann, wie gesagt, die uralten Aufträge, das Fotoschießen, Foto zum FM am 15.04.1985, kopfüber in die Nacht und Pressefoto, hier steht ja alles. Das ist Vergangenheit, meine lieben Freunde. Wenn man über 60 ist und hin und wieder mal schwelgt in Erinnerung, wo man 20 Jahre alt war, ich würde mal drüber nachdenken, wie lange
wie lange das her ist, wie lange es her ist, 20 Jahre alt gewesen zu sein. Ja, so 42 Jahre, 52 Jahre, 52 Jahre Star Trek, ja. 42 Jahre Star Wars. Disney möchte Geld verdienen und hat überhaupt keinen Bock auf Fans. So sieht's aus. Lego hat den Held der Steine irgendwie deaktiviert. Keine Ahnung, ich habe mir das alles mal angesehen. Wie gesagt, er hat nur 2 Tage auf und hat da von Montags bis Donnerstag geschlossen. Ich weiß nicht, ob er dann an die Sachen da baut, damit er die... Also er verdient mehr mit den Videoclips wie öffentlich. Also wir verdienen mehr mit unserem realen Geschäft, ja. Und wir sind real, wir helfen real, wir haben real mit der Technik zu tun. Wir reparieren, wir zeichnen auf, wir stellen her, wir duplizieren, wir machen aus alten analogen Sachen, machen wir DVDs oder Blu-ray. Das ist eben so, wir machen es. Das ist so, es ist alles eingetragen, das ist real. Und diesen Videoclip jetzt gemacht zu haben, nur um diesem Projekt, diesem Forum, Projekt Star Wars zu sagen, es tut uns recht herzlich leid, dass da irgendwas schief gelaufen ist. An sich muss ich mich nicht entschuldigen, das tue ich auch nicht. Bin nur fair, ich bin fair und sage, da ist was schief gelaufen. Und wird sich sicherlich zeigen, dass wir da etwas anderes einblenden. Oder blenden da gar nichts ein und lassen es so, wie es ist. So, an mich oder an meiner Statur oder an dieser Figur, die ich jetzt gerade darstelle, werde ich nichts ändern. Warum auch? Wenn einer wirklich Interesse hätte, ja, wenn er nicht mit linken Gedanken käme, ist halt in der Vergangenheit so gewesen. Weil es ist ja alles da. Weil alles da ist, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Das kann RTL sich erlauben und RTL 2 und was weiß ich nicht alles. Das sind halt merkwürdige Sender. Und da werden auch so merkwürdige Sachen gemacht. So, das machen wir nicht. So, wir wollten an sich den Otto Normalverbraucher, also deiner einer, helfen bei deiner Idee. Das ist unser Bestreben. Du hast eine Idee, hast aber die Mittel nicht dafür. Da haben wir gesagt, okay, komm vorbei, schauen wir uns an und dann machen wir das. Aber es kann aber nicht sein, ihr habt eine Idee, die Idee möchtet ihr haben, ihr möchtet das verkaufen und unser Eins soll euch das schenken. Also wir sollen die Green Rooms, die Blue Rooms, die Sachen, wir sollen euch alles schenken, damit ihr Geld, also ich weiß nicht, das geht irgendwie, also wir sind ja kein Sozialding hier, also das ist eine waschechte Firma, wir müssen schon Geld bekommen. Man kann uns hier nicht Gummibärchen bringen oder andere Sachen, ja, oder wir sollen obendrein dann noch was mitbringen. Also der letzte war ein Schaden von 800 Euro, weil ein junger Mann da 12 Stunden im grünen Raum gedreht hat und nachher sagte, warum habe ich das eigentlich gemacht? Fand ich super, ne? Ochsenknecht war da und diverse andere waren da, also ich fand das schon toll. Ja, wir mussten hier schweigen, weil die ja da am Drehen waren, weil wenn man hier spricht, hatte sich das da hinten auf die Mikrofone übertragen, ging also nicht. Da war ein Schaden von 800 Euro, weil der junge Mann, ein Regieassistent, seine Zeche nicht bezahlt hat, zum Beispiel, ja, weil 12 Stunden über 3000 kW Lichtleistung kostet, ja, und dann haben wir ja hier auch noch Lichtleistung, also war schon eine tolle Geschichte, mal eben so 800 Euro auszugeben, damit er da hinten seinen Spaß hat und seinen Film zu drehen, ja, aber ist halt so, auf eine Art macht es tierisch viel Spaß, viele Menschen kennenzulernen und das macht natürlich keinen Spaß, wenn man dauernd irgendwie kritisiert wird. Dann die kritisieren, was wissen jetzt schon wieder aus. Es wird Schneeregen um ungefähr 5 Uhr vormittags erwartet. Ja, so normal. Es wird also Schneeregen geben, das ist mir auch gerade übermittelt worden. Vorhin wären die Bienen da in Bayern, ne? Die armen Bienen. So, das ist Elektronik, die begeistert. So, das war's. Dieser Videoclip wird dir persönlich auch wieder nicht gefallen haben, aber aus Sicherheitsgründen dürft ihr gar nichts mehr. Ihr dürft nicht mehr drunter schreiben, nichts. Ihr dürft ihr auch nicht mehr einklemmen, ja, ihr dürft ihr also nirgends mehr unterbringen. Die Freundlichkeit ist ab heute gestorben. Heute ist der 1.2.2019 und die Freundlichkeit ist weg online für solche Sachen hier.
Ich werde weiterhin irgendwas Schönes machen. Ich habe auch gerade noch mit Hamburg. Hamburg! Ich begrüße dich, Hummel, Hummel. Moin, moin. Also in Hamburg habe ich sehr viele Filmemacher, die da wirklich schöne Sachen machen, auch im Fernsehen, Regionalfernsehen. Hier in Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen, ist eh alles ein bisschen anders. Der WDR hat die Hoheitsrechte und der mag sowas halt nicht. Punkt. Ja, also die Idee 95 CeBIT da mit dem Web 2.0 und Web TV wurde ein bisschen terminiert. Dann haben wir jetzt festgestellt, dass ihr euch ARD, ZDF und so weiter bei YouTube und so weiter anschaut, den Herr Lesch und wie die alle heißen, ja. Und das ist schon merkwürdig alles. Es ist wirklich alles merkwürdig, wo die sich überall die Gelder erholen und wir sollen dann noch Gebühren zahlen und alles, also ist schon ein Hammer. Ist ein Hammer. Also wie gesagt, Star Wars, Krieg der Sterne, Star Trek, Captain Kirk und so weiter. Ja, macht was ihr wollt, aber es musste mal gesagt werden. Das Projekt Star Wars 2019 bleibt. Feierabend, Herr der Figuren und Herr der Modelle bleibt auch als Spiel, als Spaß, Feierabend, Ende aus. Ja, ich habe jetzt einfach mal so eine Kritik rausgehauen und ob es euch gefällt oder nicht, ist mir sowas von Latte. You have failed me for the last time.